Moin und herzlich willkommen beim Flachlandradler, der wie immer unterwegs ist. Und wie ihr seht, nicht im Flachland, nein, ich bin aber auch noch nicht mehr in Kärnten, sondern in Italien, in Tarvisio am Bahnhof und starte eine wunderschöne Tour, schätze ich mal. Denn ich will heute die Traumtour fahren, die ich so geplant hatte, die ich unbedingt auch gerne fahren wollte, nämlich nach Slowenien rüber fahre ich von hier aus nach Kranjska Gora und dann fahre ich den Vršič Pass. Das ist ein wunderschöner Pass, viele Kehren, Kopfsteinpflaster durch den Nationalpark und einfach wunderschön, was man so schon gesehen hat. Und wenn das klappt, mache ich daraus eine Runde, fahre bergab, dann geht es ein Stück flach und dann geht es wieder hoch, so einen kleineren Pass Richtung Italien rüber wieder und dann komme ich von da irgendwo wieder raus. Wie ihr seht, es kann ja nur schöne Bilder geben. Auf den 75 Kilometern, 2000 Höhenmetern, also richtig viel. Und das Wetter ist heiß. Also habe ich viel zu trinken mitgenommen, mehr als bei der Villacher Alpenstraße. Und deswegen habe ich eine Tasche mehr mit, sicherheitshalber, falls ich nichts finde. Aber naja, ist halt so. Und jetzt geht's los auf dieser wunderschönen Tour auf den Vršič und noch viel mehr. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. What if I would tell you that things don't happen once, they always come back? What if I could throw us back to the very moment when we had our luck? Suddenly it's clear to me, you're all I ever wanted, can't you see? Got to follow through in a game for two. It ain't the way I want it. Got to follow through. Nach 8,5 Kilometern und 100 Höhenmetern auf den wunderbaren Radweg hier komme ich jetzt nach Slowenien rein. Ja, das ist eine sehr schöne Strecke, muss ich sagen. Es ist auch irgendwie so ein Alpe Adria Nebenweg. Tolle Bilder kann man hier auch schießen, natürlich mit den hohen Bergen da oben. Echt toll und so wird es auch weitergehen. Ja, durch diesen Nationalpark, den es hier gibt. Also das wird ganz wunderbar, da freue ich mich richtig drauf. Ja, also es ist jetzt schon sehr warm, 17, 18 Grad. Ja, das war richtig schön zum Warmfahren und jetzt geht es erstmal wieder ab nach Kranjska Gora. Also geht's weiter. Once they always come back. What if you could throw us back to the very moment when we had our love? Suddenly it's clear to me, you're all I ever wanted, can't you see? Got to follow through in a game for two. Kranjska Gora bin ich durch und wie man hier sitzt, der Vršič ist frei. Da sind schon etliche Fahrräder gerade hier vorbeigefahren, waren ganz schön viele, ganz schön was los. Im Moment noch leicht bedeckt, aber die tollsten Berge scheinen schon da durch. Das wird sich schon bald auflösen. Ich muss nicht unbedingt jetzt die Sonne haben beim Hochfahren. Da werden noch sehr, sehr tolle Aussichten kommen, so wie das aussieht. Aber Leute, auf diese Tour habe ich mich richtig drauf gefreut. Hoffentlich schaffe ich sie. Es ist einfach nur grandios. Ja, jetzt komme ich auch gleich in den Nationalpark Triglav, glaube ich, heißt er oder so ähnlich. Wird bestimmt ganz anders ausgesprochen. Aber wunderschön. Das sind nicht die Dolomiten, die haben irgendwas davon. Aber naja, also weiter geht's
Ach, jetzt, ja, 16 Kilometer habe ich schon. Jetzt geht's richtig los in die schönste Ecke, glaube ich. Follow through. Oh, oh, it ain't the way I want it, and I gotta follow through. Gotta follow through. It ain't the way I want it, got to follow through. Oh, 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 I gotta follow through. Got you when we start. Ich bin schon bei Kehre Nummer 9. Wow, was eine tolle Straße. Tolles Flair, tolle Berge hier überall rundherum. Relativ wenig los, muss ich echt sagen. Lässt sich super fahren. Ein paar Steilstücke waren da schon drin, aber sonst zwischendurch geht's bis 10%. Die 14 waren gerade, glaube ich, schon mal, da war echt steil, aber es ging. Aber es ist einfach nur traumhaft, super zu fahren. Ja, warm ist es, es läuft nur so runter. Ich halte es auch mal an und mache mal eine ordentliche Trinkpause, mal einmal kurz, und dann geht es schön weiter da hoch. Ich bin noch nicht ganz oben, mache noch mal jetzt eine Getränkepause, weil das ist einfach zu schön, um einfach hier sich durchzuknüppeln. Im Moment ist ein paar Wolken, aber es ist wunderschön, Leute. Wow, was eine Berge, tolle Landschaft, und es sind ja noch 200 Höhenmeter. Es geht, es sind immer so Steilstufen drin, Wahnsinn. Und die Hoppelpiste ist eigentlich nur in den Kurven, wo der Kopfsteinpflaster ist. Aber sonst geht das echt super ruhig und sinnig. Ich habe ja Zeit der Welt, hier hochzukommen. Also weiter geht's gleich. Noch ein bisschen Getränkepause und Genießerpause. Wow. What if I open my soul? Here I stand by myself on my own. What if I lose all control? Ich hab's geschafft. Es war ein schwerer Anstieg. Ja, oben war die Straße, denn der asphaltierte Bereich dann auch nicht mehr so dolle. Aber egal. Ich hab's geschafft. Ich bin oben und ich muss sagen, das ist einfach grandios. Leider sind hier noch so ein paar Wolken vor. Aber die haben sowas von
Dolomiten irgendwie. Das ist mit das Schönste, was es gibt. Wow, echt unbeschreiblich, Leute. Da geht's gleich hier runter. Ich habe mir hier doch noch eine eiskalte Cola gekauft. Ja, wunderbar. Richtig schön. Also schöner geht's nicht. Ließ sich sehr gut zu fahren. Also den kann ich nur empfehlen, den Pass. Also das war richtig klasse. Also das kann man nicht beschreiben. Als Flachlandradler wieder hier oben gewesen zu sein. Oh, hier oben ist sehr, sehr viel Verkehr. Jetzt ist ja auch jetzt, naja, noch ganz 12 ist es noch nicht. Die Polizei ist schon hier und regelt den Verkehr hier oben. Weil so viel Parkplatz ist jetzt hier auch nicht. Wir stehen an allen Kanten hier. Also hier muss man, wenn man mit dem Auto ist, schon recht früh oben sein, damit man überhaupt Platz kriegt. Aber man kann hier sehr viel wandern. Einfach nur klasse. Es hat echt was, so ein bisschen von Dolomiten, wie ich schon sagte. Wow, was für ein Tiefblick. Da fahre ich gleich wieder runter, ja, bis auf 500 Meter über dem Meer. Ja, und dann ja, geht es dann nochmal 600 Meter hoch. Ja, auf 1100 auf dem Predil. Aber das dauert noch. Genieße es noch ein wenig hier. Es ist einfach nur grandios. Wieder so ein Pass, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe. Nicht ohne Grund, ihn geschafft zu haben. Leute, Wahnsinn. Echt toll. Und das geht ja noch so weiter. Also, Pause und dann geht's los. Sehr geile Abfahrt, muss ich sagen. War sehr schön. Man war genauso schnell wie die Autos, zumindest die Touristen hier runterfahren. War sehr schön zu fahren, ein bisschen Lichtschattenwechsel. Ja, da waren mal einzelne Schläge, aber es ließ sich gut fahren. Jetzt bin ich hier unten an der Soka, ein richtig wilder Fluss. Wow, hat eine Gegend hier. Also schade, dass man nicht so gut die Abfahrt filmen konnte, aber da hochfahren möchte ich auch jetzt nicht mehr. Boah, echt klasse. Wattental hier und irgendwo da läuft die Straße. Das ist doch schon wieder unfassbar, wo die längs läuft. Wow, tolle Fahrt. Hier unten ist auch wieder richtig heiß. Ich fahre aber noch ein Stück ab. Das war jetzt die Hauptabfahrt. Ich bin in Örtchen oder Trenta, so wie sich das hier nennt. Und dann geht es noch weiter runter. Ja, und dann muss ich ja noch einen Berg hoch. Es ist sehr heiß. Trinken, trinken, trinken heißt das. Sehr schön. Also weiter geht's. Should I say so? We're just putting on a show. What's going on now?
Also dieser Fluss ist unglaublich. Was für eine Farbe, was für ein wildes Gewässer. Und jetzt ist hier nochmal so eine Schlucht. Jetzt bin ich auch am tiefsten Punkt angekommen. Und jetzt geht es wieder bergauf. Ja, es sind noch viele, viele Kilometer bis zum Scheitelpunkt. Geht es langsam los und dann steigert sich das wieder. Es war eine super Abfahrt. Also ich kann das hier jedem empfehlen. Dieses Tal hat eine steile Wende links und rechts. Und hier jetzt nochmal so ein Highlight. Das ist ja Wahnsinn. Dieser Fluss war echt unglaublich. Also ich wiederhole mich, aber das ist heftig. Die Leute suchen diesen Fluss. Also die baden überall, also nicht unbedingt Trinkwasser, aber es ist einsame Klasse, das kann man hier echt nicht begreifen. Naja, jetzt muss ich langsam weiter wieder bergauf kraxeln. Jetzt bin ich in ein Seitental eingebogen bei Bovec. Irgendwo da geht die Straße durch. Aber auch dieser Fluss, türkisblau, wunderschön. So ruhig wie er vor ein paar Wochen war, hat er getobt. Da war ein bisschen mehr los hier. Immer wieder unglaublich. Aber wo geht die Straße längs? Keine Ahnung. Aber was für eine tolle Tour. Unglaublich, Leute. Macht richtig, richtig Spaß. Wow. Also weiter geht's bei der Hitze. Jetzt nach oben. Letzte Ortschaft vor dem Pass. Ja, hier ist auch noch die letzte Möglichkeit, glaube ich, um Trinkwasser zu bunkern. Das habe ich natürlich gemacht. Boah, und ordentlich getrunken. Kann ich nur sagen und nur empfehlen. Bei dem Wetter. Einfach wunderschön. Schaut euch das an. 6 Kilometer noch bis oben heute. Schaffen wir das? Das kann ich auch hochschieben. Dann bin ich in 2 Stunden oben. Aber das ist nicht das Ziel. Aber langsam, aber sicher, bestimmt noch mal Getränkepause dazwischendurch. Ja, dann mal sehen, wie es da oben aussieht. Boah, das wird hart, aber go, go, go.
Bin angekommen oben. Ja, geschafft. Ich bin auch geschafft. Aber also gerade so schön ist das jetzt hier nicht. Der schönste Pass. Also die Strecke war toll. Boah, anstrengend wie immer. Aber ich werde jetzt hier runterfahren, denn unten kommt noch ein richtig tolles Highlight. Da möchte ich eine Pause machen. Also fahre ich jetzt hier runter. Abfahrt, da gibt es wahrscheinlich wieder nicht so viele Bilder von, aber egal. Bis gleich. I was lost in a city dream and I was at home again beside the stream. Then you walked past me and you saw me and smiled. First time when I saw you, I thought I lost my mind. Blue and faded was blown away and left behind. I hope you'll always be around, even da, das ist doch wohl ein Highlight hier. Lago de Predil. Wow, tolle Bergsee. Ja, die Leute erfrischen sich. Boah, ich habe erstmal Hunger. Ah, Durst. Mach hier eine gepflegte Pause, bevor das runtergeht nach Treviso. Das ist ja auch nur noch bergab. Wow, Leute. Das ist nochmal ein schönes Highlight hier. Wow. Ja, Abkühlung weiß ich nicht, ob ich da noch reingehe. Ich bin auch froh, wenn ich die Tour beendet habe. Aber ich brauche auf jeden Fall was zu trinken und zu essen. Boah, aber ein tolles Highlight. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us? Loving you has never felt more right. Woke up lonely, and for you, there is nothing in this world I wouldn't do. I would walk a thousand miles. Mit diesem tollen Blick auf die Autobahn, in die Berge, die ich umrundet habe, werde ich jetzt die Tour beenden. Ich bin gleich wieder am Auto. Ja, das ist einsame Klasse. Hier ist ja wieder der alte Apria-Radweg, der einfach nur klasse ist auf seinem gesamten Weg. Aber auch die Runde, die ich gemacht habe, die war Wahnsinn. Leute, das war wieder was fürs Leben. Oh, beim Plan hatte ich schon so eine Lust drauf und dass es so toll wird. Oh, ein Glück war irgendwie beim ersten Pass doch ein bisschen wolkig. Hat man vielleicht nicht ganz alles gesehen, aber es war dadurch kühler und das war echt klasse. Ja, ich habe jetzt gleich 90 Kilometer
Ich weiß nicht, ob 2000 Höhenmeter zusammenkommen. Völlig egal. Es ist und bleibt eine Tour fürs Leben. Das muss ich echt sagen. Also ich kann eine Wirsitsch auf jeden Fall empfehlen. Unter anderem als Kombination war echt toll. Hatte auch seine tollen Ausblicke. Ja, steil war es. 10-14% wurde angezeigt. Ja, es war herrlich trotzdem. Ja, es ist nur schon wieder vorbei, dieser Tag. Es ging so schnell, das kann man gar nicht alles behalten. Aber ich habe ja das Video, das war echt was fürs Leben, Leute. Das macht mich jetzt richtig glücklich, dass ich das geschafft habe. Was eine grandiose Tour. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß ja nicht, was da noch kommt. Ich hab mir noch ein bisschen Urlaub. Es ist erst Montag. Ein wunderschöner Montag, einer der besten. Zumindest auch für dieses Jahr. Boah. Zu heiß, ja, kann man gar nicht mal sagen. War viel im Schatten. Er ist in Wolken, der erste Pass und auch der zweite war ab und zu doch mal immer durch Schatten. Dadurch bin ich nicht super kaputt, zerbröselt von dieser Sonne, die so runterknallte nachher ab den ersten Pass. Oh, Wahnsinn. Ah, ich brauche ja gar nicht viel sagen, ihr habt es gesehen. Ich hoffe, es hat gefallen, wenn nicht, dann weiß ich es auch nicht. Also, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Ach ja. Ich muss sagen, das Rad hat gut funktioniert. Scheibenbremsen hat sich jeweils auf jeden Fall gelohnt. Ich habe überhaupt keine Krämpfe in den Fingern gekriegt beim Runterfahren. Hat super gegriffen. Ja, okay, das war's jetzt. Okay, das wollte nur mal ein kleines Fazit zugeben. Also dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Wenn das dann wieder heißt, beim nächsten Mal der Flachlandradler unterwegs. Schauen wir mal wo. Also bis dann, euer Flachlandradler Thorsten.